Willkommen zurück bei Ni no Kuni, liebe Freunde, wo wir heute mal wieder in Richtung Shaddaa aufbrechen. Allerdings will ich noch eine Sache ändern. Ich habe mir überlegt, der Typ hier kann ja buffen. Scharfe Schneide, stumpfe Schneide eines einzelnen Verbündeten. Und da kann ich dann nur, glaube ich, tatsächlich Olli, Esther oder Sven auswählen. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich nur auf Olli, Esther oder Sven geht oder auf all deren Pets. Ich würde natürlich gerne die hier buffen. Was bedeutet, ich müsste die mal ein wenig umsortieren. Das ist der Dedeler. Genau. Und den tausche ich mal hier mit. Das heißt, dann hat der nämlich den Buffenden. Dann kann ich auf den wechseln und Esthas... Obwohl, das ist Blödsinn, wenn ich Esthas Angriffskraft buffen will. Machen wir es andersrum. Dann profitiert vielleicht auch der Schuss von Sven dadurch. Tausche ich... wen tausche ich denn? Der soll dahin. Dann kriegt der Imba. Also besser gesagt, sie kriegt Imba. Und er bufft. Wen bufft er denn? So, der geht dahin. Dann hat er noch Seppo und den Draufklopper. Und der kann den da buffen. Und genau, dann lassen wir das so. Dann tausche ich die hier nochmal um. Dann haben wir hier einen Tank, Dedeler Heiler. Und hier haben wir das genauso. Nashi, das wäre hier der Tank. Gut. Lassen wir das jetzt erstmal so. Und brechen weiter. Set Sail for Fail quasi. Und gucken nochmal, ob das tatsächlich so irgendwie funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann buffe ich mal, ob ich jetzt wirklich mit diesem Buff-Stil. Kommt mir wieder aus Dark Souls sehr bekannt vor. Erfolg habe. Und zwar möchte ich tatsächlich anfangen mit Lafke, der scharfe Schneide bufft auf ihn. So. Ja, er macht sofort wieder sein Wiegenlied des Totschlags. Mann! Aber es war irgendwie ein Fehlschlag, aber nicht bei ihm. Olli ist noch fit und Sven ist fit. Ja, dann nehme ich doch Olli, der kann nämlich dann mit Titra Tralala, nein, nicht mit linderner Hand heißt das ja bei ihm. Das ist natürlich jetzt beim Dosenfisch nicht so schön, dass er, aber Esther ist auch wieder da. Esther, das hätte ich vielleicht blocken können, da war ich zu langsam. Zauber, linderner Hand auf Olli. Was ich sagen wollte, ich möchte jetzt einmal ganz kurz bitte auf Esther, denn die kann ja Melodien spielen und zwar... Die Flinkheit aller Verbündeten oder die magischen Angriffe. Beim magischen Angriff mache ich ja kaum. Machen wir die Flinkheit, das wäre ja Evade. Machen wir mal. Das müsste ja dementsprechend dann auf alle wirken. Gucken wir einfach mal. Achso, jetzt muss ich mal auf Vögelchen wechseln und Vögelchen muss sanfter Schimmer auf Olli wirken. Der ist ja relativ low, aber müsste jetzt dementsprechend voll sein. 119 HP. Ja, das hat ja gut funktioniert. Ich wechsle mal auf Olli und hole mir noch die letzten Mana-Punkte. Ah, das hätte ich wieder dodgen können, da bin ich einfach zu langsam. So, aber das war ein Fehlschlag, das heißt, ich kann nochmal zaubern. Eine lindernde Hand auf Sven. Gut. Dann kann ich mir die Mana-Punkte holen, die sich Nike gerade krallt. Aber da droppen nochmal Mana-Punkte. Die hole ich mir natürlich. Ach, Sven schläft noch. Zauber. Ah, nein, Mana-Punkte, Mana-Punkte. Ui, null. Mist, ich war voll. Habe ich nicht gesehen so schnell. Aber es scheint zu funktionieren. Eventuell noch ein bisschen tatsächlich mit Buffs spielen. Muss man mal gucken, ob das auf lange Sicht funktioniert. Und ich habe eine neue Stufe auf Olli. Gut. Können wir ja mal weiter in Richtung der Herbstlande. Beziehungsweise nehmen natürlich... nochmal hier die Level mit. Also besser gesagt die XP von diesen komischen Blubsklecksen. Muss ja irgendwie mal hier zum Erfolg führen. Oh, kein Dosenfisch. Da bin ich ja schon mal sehr glücklich drüber. Eventuell müsste ich auch Lafke hier auf ihn hier packen. Nein. Und da möchte ich anfangen. Tatsächlich mit Esther. Machen wir mal. Wie teuer ist denn hier tatsächlich die Flinkheit? 15 Mana-Punkte ist natürlich teuer. So, aber die haben wir gemacht. Und jetzt möchte ich den Lafke, der die scharfe Schneide auf ihn bufft. So, und ich möchte nochmal wechseln auf
3 Mana-Punkte? Nein. So viel habe ich nicht, dann möchte ich auf Olli wechseln. Der mich jetzt bitte mal selbst heilt. So, haben wir. Jetzt hoffe ich, dass ich hier nochmal zaubern kann. Nehme ich noch eine lindernde Hand auf. Esther. Haben wir. Gut. Und wir zaubern nochmal eine lindernde Hand. Nochmal auf Esther. Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert mit diesem Spielstil. Ich weiß es ja, wie gesagt, nicht. Ist jetzt hier alles noch ein bisschen experimentell, was ich hier treibe. Ah, da hätte ich wieder blocken können. Nein. Komme ich jetzt dann auch raus und kann blocken? Nein, das war die falsche Taste. Nochmal verteidigen. Ja, das hat geklappt. Nein, jetzt kassiere ich aber den Follow-up. So. Also wie gesagt, es geht schon noch irgendwie. Da sind dicke Lebensknödel. Die will ich mir mal ganz fix holen. Und Mana. Ja, nehme ich mir beides natürlich gerne mit. Da bin ich ja nicht so. Oh, da ist noch mehr Leben. Das hole ich mir doch nochmal. So. Und nochmal eine lindernde Hand. Ja, komm auf mich. Passt ja. Plitsch, platsch. Auf wen? Habe ich nicht gesehen. Nicht auf mich. Auf Sven war es, glaube ich. Und ich kite den immer in die Richtung zu meinen Pets. So. Oh, Mana-Punkte, Mana-Punkte. Oh ja, die holt sich der Lafke. Naja, soll er machen. Denn Esther ist ja auch schon Low-Mana. Aber die müsste ja auch jetzt irgendwann vielleicht ein Level-Up haben, neue Stufen. Dann kann ich irgendwann mit den Pets auch mal spielen. Wobei, das dauert noch ein ganzes Stückchen und Imba levelt auch relativ langsam. Finde ich ein bisschen schade. Schnurri hat Stufe 11 erreicht. Haya hat Stufe 11 erreicht. Ja, okay, zumindest ein bisschen wieder Fortschritt, ein bisschen Progress. Und die Kämpfe sehen ein wenig souveräner aus. Ich will jetzt nicht sagen, ich spiele jetzt hier wie der Papst, der Neugewählte quasi. Der Neugewählte Papst, nein, ich spiele immer noch nicht so toll, aber... Ich vermute mal ein wenig, wieder ein Dösenfisch, ein bisschen besser. Sehe ich die Mana-Punkte, die ich habe? Nein. Das ist schlecht, dass ich die Mana-Punkte nicht sehe. Aber ich probiere es einfach mal mit Lafke, um direkt zu buffen. Und zwar scharfe Schneide auf Sven. Mach mal. So, Sven ist, glaube ich, gebufft. Ich wechsle auf Olli. Der... Ah, so schnell konnte ich wieder nicht kontern. Mann! Das ist ärgerlich. Also dieses Wiegenlied ist wirklich, wirklich schnell. So, ich kann nur Sven spielen. Tue ich auch. Boah, ist der Sven langsam. Stehe ich gerade fest. Der läuft ja wie... ich weiß nicht wer. Au, au, au. Ich kann heilen mit Seppo, Mann. Hol den mal raus. Zack. Seppo kann ja heilen. Heilende Träne auf Esther. Die soll mir natürlich nicht sterben. So. Esther kriegt noch eine heilende Träne. Jetzt kassiere ich nur den Hit gleich, glaube ich. Ja, den Doppelhit. Nicht so schön. Aber das Schöne ist, dass ich tatsächlich mit fast allen heilen kann. Und das Mana einfach nur dafür raushau. Mal gucken. So, ich wechsle. Moment. Ein nach links und ausweichen. So, Feldschlag. Ja, hat ja gepasst. Gut. Dann haben wir den Schaden ja nochmal ganz fix vermieden. Und ich habe Olli und kann mit dem auch zaubern. Plitschplatsch ging leider, oder geht glücklicherweise nicht auf mich, wenn ich das richtig gesehen habe. So. Und die anderen machen den tot. Hoffe ich. Hoffe ich. Mach tot. Tot machen. Na komm, wir heilen Esther nochmal. Linde in der Hand, 3 Mana-Punkte. Da, zack. Ist die auch wieder voll. Plitschplatsch nicht auf mich, sondern wieder auf meine anderen Vertrauten. Und die... Wetzen. Oh, Mana-Punkt. Und die will ich haben. Denn Mana ist tatsächlich in diesem Spiel immer mein Engpass. Die Lebenspunkte kann ich ja immer auffüllen, wenn ich genug Mana habe. Das ist ja nicht so das Problem. So, nichts passiert hier. Ja, dann gucken wir doch mal hier weiter, dass wir hier rüberkommen. Und nochmal den guten Shadar guten Tag sagen. Mal wieder ein Dösenfisch, da habe ich natürlich gar keinen Bock drauf. Ich bleib mal bei Olli und meiner Taktik. Zaub. Ne, stopp. Ah, ich sollte es beim... Das regt mich wirklich auf. Ich sollte beim ersten Mal wirklich einfach von vornherein auf passiv gehen. Und, Moment, Zauber, lindernde Hand auf Esther. So.
Gut, jetzt haben die auch wieder Leben. Jetzt müsste ich mal zaubern. Lindernhand auf Esther. Ich glaube, ich wiederhole mich da an der Stelle so ein wenig. Hol mir hier den Mana-Knödel. Verteidige mich. Habe ich geblockt. Gib mir mal das Leben. Naja, so schnell kann ich mich nicht zweimal in einer Reihe verteidigen. Das geht leider nicht. Da war nämlich noch Cooldown drauf. Das habe ich ganz genau gesehen. Ziemlich unfair. Ziemlich unfair, liebe Freunde. Aber so langsam scheint ich da ja einen Dreh rauszubekommen. So, mach das Vieh doch jetzt mal kaputt. Ja, das hat ja gepasst. Okay. We did it. Also ist das quasi, wenn das jetzt wirklich jetzt nur am Level liegt und ich nichts dazugelernt habe, okay, dann lass es am Level. Oder ich spiele jetzt tatsächlich overall ein bisschen besser. Dann fällt das tatsächlich unter die Kategorie Lernen durch Schmerzen. Ja, weil ich ein paar Mal wirklich derbe auf die Fresse gekriegt habe. Schnurri hat 12 erreicht, Haya hat 12 erreicht, Haya lernt den Trick Entladung. Esther hat Stufe 24 erreicht, Lafka hat Stufe 20 erreicht, Bimba hat Stufe 16 erreicht und wäre bereit zur Evolution und kann jetzt den Trick Feuersäule. Wichti hat 23 erreicht. Ja, gucken wir uns doch mal an. Wenn wir jetzt evolutionieren, den guten Imba, kann er denn später noch was? Ich habe alle Tricks erlernt und wir könnten den evolutionieren mit, hier, ne, war das? Mit Essen. So, wo haben wir ihn denn? Bestätigen und wenn ich dem das hier gebe, die Evolution zur zweiten Stufe. Was wird er denn dann? Man weiß es nicht. Lernbare Tricks. Köder, Feuerschleuder, Schmetterschlag, Kriegsschrei. Ja, das sieht ja auch alles jetzt nicht falsch aus. Ach komm, Moment, geht das hoch? Oh, das geht drastisch runter. Ne, die Ausdauer steigt. Der Angriff sinkt, die Verteidigung sinkt wirklich alles. Aber er braucht wirklich dann weniger Erfahrungspunkte. 8. Ja, dann komm, ich mach das jetzt. Du wirst jetzt ein Zwisthorn. Imba wird jetzt evolutioniert. So. So, ein rotes Kampf, Zwisthorn, Moped, Vieh, Ding. Gut, Imba. Kann ich dir noch was mit Angriff geben? Eisbecher, magische Verteidigung, Genauigkeit, Flinkheit, Flinkheit. Ah, komm, wer war denn gerne flink? Du warst flink, wa? Dann kriegst du hier schon mal so einen Triple... Hatte ich nicht gerade einen Triple-Flinkheit? Ja, Flinkheit mal 3, genau. Nährwert, hier, nimm Flinkheit. Braver Lafke. Tada! So, Lafke steigt in einem Punkt und du kriegst nochmal Flinkheit. Wirst du hier der Top-Flinkheitsmann? Ach, Stufenlimit 10 von 20, das heißt, ich kann noch mehr. Aha, du kannst die Fähigkeiten von Lafke jetzt bis zu 20 mal steigern. Okay. Okay. Huh, ist das anscheinend doch nicht limitiert. Warum auch immer. Wer war denn noch gerne flink? Du? Nee, du warst magisch, ne? Ich kann mir das nicht merken. Ich glaube, du warst magisch. Wer war denn noch flink? Was mochtest du? Du mochtest magischen Angriff. Du mochtest einen normalen Angriff. Du mochtest... Ich weiß gar nicht, was du mochtest. Mochtest du Flinkheit? Genauigkeit? Magische Verteidigung war nicht, glaube ich, das, was du mochtest, ne? Das habe ich dir ja schon mal gegeben. Gebe ich dir mal ein bisschen Flinkheit. Magst du das? Nein. Was bist du für ein Tier? Magst du Genauigkeit? Auch nicht. Das Tier mag gar nichts. Ich weiß es nicht. Aber Genauigkeit ist vielleicht nicht schlecht, auch wenn das jetzt nicht optimal ist. Flinkheit, mochtest du das? Nee, du mochtest magischen Angriff, ne? Nee, du magst Flinkheit. Ja, Mensch, Nike. Das ist ja toll. Magische Verteidigung, wer mochte das denn? Ich weiß es nicht. Du mochtest auch Angriff. Du auch. Und du auch, ja. Keine Ahnung, also da habe ich jetzt nicht mehr das richtige Futter für euch. Tut mir leid. Ist aber auch egal. Machen wir an der Stelle weiter. Achso, ich kann ja tatsächlich auch von vornherein nochmal eine lindernde Hand jetzt hier auf mich machen, damit ich voll in das Duell starte. Gut, haben wir das auch. Dann sind wir da ja
ausgestattet und können tatsächlich hier mal rüber segeln. Guck noch mal auf die Karte. So, Shada. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, jetzt rapet mich hier nicht wieder Captain Nostormo oder wie immer der auch hieß. Ich hoffe, das war jetzt hier nicht der Captain Knatterkopf. Was? Leuchtermeuchler und Nessie und Platscher. Also die klingen alle sehr feucht und schlüpfrig. Da habe ich ja schon ein bisschen Angst. Ich habe jetzt mal die Überlegung, ob ich mit ihm mal ganz kurz hier das Wiegenlied von Mozart singe, in der Hoffnung, dass ich mal eins hier zählen kann. Aber der ist noch ein bisschen mit Stufe 12 echt bei denen unterlevelt. Da habe ich echt Angst. Wenn die mich treffen, die machen mich kaputt. Also von daher nehme ich erstmal Olli und gehe mal auf Distanz. So, ich bleibe mal auf Verteidigen. Fehlschlag, Zauber, lindernde Hand. Lindernde Hand bitte auf Sven. Genau. Und als nächstes nehmen wir Esther. Lindernde Hand auf Esther. Au, 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 au. Geht doch bitte weg. Geht doch weg von mir. Genau. Schön immer rumkiten um meine Vertrauten. Dann passiert mir da auch weniger. Verteidigen. Verteidigen. Ach so, es ging gar nicht auf mich. Der wurde unterbrochen. Gut, gut. Zauber, lindernde Hand auf Sven. Gut, der ist voll. Hupsa. Mach den doch weg. Mach den doch weg. Na komm, ich mach noch eine lindernde Hand auf Esther. Schadet ja auch nicht. Die mit einem guten Laugh gezockt. Wobei das jetzt nicht sehr effektiv aus ist, was die beiden treiben. Der eine weicht aus und der andere macht keinen Schaden. Ich weiß es nicht so genau. Oh, aber hier Mana, Mana, Mana und Leben und noch mehr Mana. Ja, und ich bin begeistert. Also, liebe Freunde, das sieht ja gar nicht mal so falsch aus. Und Imba, bam, 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 hat ganz viele neue Stufen erhalten. Unser Zweihorn-Moped-Mann. Ja, bin ich ja mal gespannt. Imba hat Stufe 5 erreicht. Okay, wie sieht denn jetzt unser Leben aus? Gucken wir doch mal. Wir sind fast voll, wa? Und haben überall Mana und volles Leben. Also wenn jetzt hier Captain Shadar kommt, könnte ich ja fast behaupten, it's Showtime. Boss Time in Ni no Kuni, liebe Freunde. Wir ziehen gegen Shadar in die Schlacht. Schon wieder, erneut. Zum unzähligsten Male. There she blows, Autumnia! It won't be long till we meet the next great sage, huh? I fear not, boy, though you have come a long way. Come then, show me your power. Who the hell is that? It's the Dark Djinn himself. Shadar! So, und jetzt bin ich mal gespannt. The Savior. At long last. Ob jetzt Rache am besten kalt serviert wird oder ob er uns wieder zurück in die ewigen Ni no Kuni-Gründe schickt und mich wirklich schon wieder zweifeln lässt. Ich bleibe bei meiner Taktik. Olli macht den Heiler. Und, ja. Ich weiche einfach nur aus. Kaltes Feuer verteidigen. Ich weiß nicht, auf wen er es macht. Ist stationär. Okay. Zauber. Lindernde Hand auf Sven. Böse Böe, aber auch nicht auf mich. Egal. Niemand ist ge-one-hitted. Ich kann Esther wieder hochheilen. Das ist alles gar kein Stress. Verteidigen. Ich konnte noch verteidigen, hoffe ich. Nein, ich konnte mich nicht verteidigen, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin betäubt. Nein. Ist jemand noch am Leben? Esther ist am Leben. Ich kann auf sie wechseln. Jetzt brauchen wir hier mal einen sanften Jimmer. Ganz schnell auf Sven. Schneller. Sven. So. Zurück bitte auf. Ach du Scheiße. Stopp. Böse Böe. Zack. Und ausweichen. Ah, Olli ist weg. Das war nicht schön. Das war gar nicht, war gar nicht schön. Melodien. Tritra, tralala. Auf wen denn? Ich mach's mal auf mich selbst. Jetzt muss natürlich Esther ihr den Heilermann spielen. Kaltes Feuer, ich weiß nicht auf wen. Auf Sven. Ich hoffe, der bleibt da jetzt nicht stundenlang drinstehen. Uah, jetzt muss ich weg. Verteidigen. So, der Wintereinbruch müsste mich jetzt hoffentlich nicht volltreffen, weil ich geblockt habe. Ja, 10 Schaden. Aber ich muss von dieser Kugel hier weg.
Das war mein... das war mein Fail. Das war mein Fail, weil ich reingelaufen bin und das erste Mal nicht korrekt geblockt habe. Also wie gesagt, ich habe jetzt in dem Try wirklich schlecht gespielt, weil ich nicht geblockt habe. Das erste Mal, wo ich hätte blocken sollen. Wie lange hält das? Natürlich jetzt ist es vorbei. Achso, das ist sogar nur ein Range oder ein tatsächlich sehr kurzer Angriff. So, den kann ich, glaube ich, verteidigen. Ja, den kann ich verteidigen. Und dann macht er auch echt nicht viel Schaden. Da liegt Leben. Interessant ist, dass ich damit wirklich gut klarkomme. Können wir vielleicht nochmal mit Lafke was reißen? Böse Böe, da gehe ich mal weg. Ja, und jetzt machen wir nochmal hier einen Angriff auf den Moped-Mann. Oh, jetzt teleportiert er sich weg. Kaltes Feuer, das ist... Ja gut, das muss ich dodgen. Und das macht auch wirklich gut Schaden. Jetzt gucke ich mir mal die Angriffe an. Ich denke, im nächsten Try kann ich den tatsächlich besiegen. Natürlich jetzt nicht mit Lafke, ohne mit Dodge und so. 51, ja, das war's in diesem Try. Aber ist okay. Ist okay. All are powerless before me. Bastard-Mob. Wie gesagt, das Geld ist mir mittlerweile eigentlich relativ wumpe. Zwar ärgerlich, aber egal. Ich möchte ihn jetzt viel eher tot sehen. Geh weg. Ich möchte nicht nochmal ein Duell machen. Ich möchte mit vollem Leben und vollem Gedönse da rein starten. Und jetzt möchte ich den bitte besiegen. Wie gesagt, keine Ahnung. Jetzt ist eigentlich machbar. Also wie gesagt, am Anfang, die ersten Duelle, hätte ich echt gedacht, ich bin total chancenlos. Aber jetzt ist die Frage, ich probiere das mal mit Esther und Lafke. Lafke, scharfe Schneide auf Sven. So, und wechseln. Wechseln. Ich möchte nämlich jetzt noch eine Melodie spielen. Die Flinkheit aller, bitte. Und jetzt möchte ich bitte wechseln, sofort auf Olli. Und Olli zaubert die lindernde Hand erstmal auf sich selbst. So. Und jetzt kaltes Feuer. Ich weiß nicht auf wen, nicht auf mich. So, Zauber, lindernde Hand auf Sven. Den Wintereinbruch muss ich dodgen, der Rest ist nicht so das Problem. Angriff, Zauber, lindernde Hand. Nehmen wir Esther, die hat Wintereinbruch, Wintereinbruch. Nein, ich konnte... Ich war noch in diesem Menü gefangen. Das heißt, ach du Scheiße, ich muss jetzt so... Jetzt macht er noch ein Feuer auf mich. Das muss ich erstmal verteidigen. Nein! So. Dann habe ich jetzt aber hoffentlich gedodged irgendwie. Ja, raus da. Zauber. Lindernde Hand. Sven, nicht sterben, bitte. Halt noch eine Sekunde aus. So, zack. Gut. Ich bin hier voll von diesem Zeug eingebaut. Überall Siffe am Boden. Lindernde Hand. Ich sehe den Wintereinbruch nicht. Ich brauche den Boss. Kaltes Feuer. Auf wen macht er es? Ich weiß es nicht. Zauber. Lindernde Hand. Esther. So. Böse Böe, auf wen? Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Ich heil Esther. So, gute Entscheidung. Zauber, lindernde Hand. Ach, ich müsste mich selbst auch mal heilen. Das tue ich mal. Wintereinbruch, jetzt komm. Ey, das gibt's nicht. Wenn ich in diesem Menü drin bin, wenn ich einen Zauber gewirkt habe, komme ich nicht raus. Das ist richtig käsig, liebe Freunde. Lindernde Hand. Oh, Sven, bitte, jetzt nicht sterben. Jetzt schon wieder in dem Menü. So, ich hab's noch rechtzeitig geblockt. Sonst wäre ich nämlich, glaube ich, tot gewesen. Ach, er macht noch was. So oft kann ich mich gar nicht verteidigen. Uiuiui. Ui, ui. Zauber, lindernde Hand auf Sven. Stirb mir nicht, Baby. Stirb mir nicht. So, ich möchte bitte... Ach, jetzt ist er. Kälteeinbruch verteidigen. War kaltes Feuer. Oh, hier. Goldene Gelegenheit. Flammenherz jetzt. Alter Schwede.
Bäm! Brutzel in der Hölle! Ach du Scheiße, er macht wieder böse Bö. Nicht auf beide, bitte! Achso. Alter, Zauber. Lin an der Hand. Sven, go, go! Alter Schwede, was ein Stress und was eine Hektik. Lin an der Hand auf Sven! Wintereinbruch! Mann, ich komme schon wieder nicht ins Menü, das ist so fies! Ich hoffe, ich überlebe. Sven lebt noch. Lindernhand auf Sven. Er macht irgendwas auf mich. Ich möchte bitte verteidigen. Habe ich. Hat gepasst. Gut. Was ein Stress. Raus aus dem Menü. Er macht eine böse Böe. Aber die ist ja nur so kurz Range. Sven heilen. Ich würde gerne einmal bitte auch ins Menü Proviant. Wo ist denn bitte, ich habe doch irgendwo so eine Phönixfeder. Da, bringt wieder zu Bewusstsein. Phönixfeder auf Esther. Mit wie viel HP? Ich weiß es nicht. Ich möchte bitte Esther resten. Sie lebt. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Alter Schwede. Proviant. Sandwich. Essen. Alter Schwede. Alter. Oh Gott. Was ist jetzt passiert? Hallo? Ich bin nicht gestorben. Was ist denn jetzt kaputt? Alter! Mitten im Kampf, was ist denn jetzt los? So, this is the extent of your power. Shadar! Where is she? Where is Alicia? Alicia, that is a name I have not heard in a long time. You may be fated to avert this world's doom. But first, you will have to save yourself. Shadar! What the flipping heck is that big eye? It's looking this way. It is the Eye of the Storm. Eye of the Storm? Summoned by sorcery. Curses, we will not escape these waters. This must be Shadar's doing. Oh, you rat! You! Hold on tightly. If the eye looks this way, we are doomed. The damn thing already is! Habe ich jetzt verloren? Ach nee. Oliver! It's her. This way. Come on, Oliver. Okay. Jeepers! Whoa! Oliver! Look both ways! Huh? Oh, sorry. I was somewhere else. It's all right now. Huh? What's all right now? The big bad eye. It's gone now. The big bad eye? Of course! The Eye of the Storm! What am I doing here? But Shadar, my friends! Your friends? They're already there, Oliver! Huh? What do you mean? This way, Oliver. Let P show you the way. But, hey, wait a second! Hurry up, slow coach! Ich glaube, ich bin tot. Okay. Na gut, ich bin nicht tot. Wir sind anscheinend gestrandet mit unserem lustigen Schiff. Oh, alle sind da. Aber wo ist Pia? Ja, die war ja nicht da. Die habe ich mir ja wieder nur eingebildet. So. Gut, wir haben anscheinend ja gegen Shadar... Naja, gewonnen nicht, aber... Wir haben ihm gezeigt, dass wir jetzt besser spielen und er ist dann abgehauen. Na gut, die Phönixfeder hätte ich mir vielleicht sparen können. Hätte ich gewusst, dass das irgendwo bei der Hälfte von der HP triggert. Das wusste ich natürlich nicht. Naja, der Sturm hat meine geliebte Seko schwer zugesetzt. Ja, das heißt, wir kommen anscheinend jetzt hier nicht wieder weg, ey. Mindestens eine Woche. Okay, also wenn ich die Mobs hier nicht tot kriege, habe ich ein Problem. Sag sowas nicht. Ja... Gut.
Ja, wir wurden irgendwie hier gerettet. Und können uns jetzt wahrscheinlich gleich hier auf der Insel umsehen. Also, Captain, er braucht bestimmt, okay, anscheinend will er unsere Hilfe nicht, soll mir auch recht sein. Ich hätte schon gedacht, ich muss hier irgendwelche Bretter ankarren. Ja, stimmt, wo ist Rippy? Ist wahrscheinlich eingebuddelt. Ach ne, er guckt da einfach am Strand rum. Tröpfchen, bist du in Ordnung? Was? Aha. Aha. Also er will auf jeden Fall hier schnell weg. Okay. Also Tröpfchen hat irgendwie Angst vor dieser Insel hier. Aber warum? So, das wirbelnde Wüten im Herzen des Sturms hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschaltet. Ja, da freuen wir uns. Der Junge, der Gott werden wollte. Du hast eine fantastische Geschichte erhalten, die mein Leben verändern wird und wahrscheinlich irgendwann wieder von Horatio abgefragt werden wird, ob ich sie auch tatsächlich gelesen und auswendig gelernt habe. Ach, freue ich mich darauf. Komm schon, Oliver, sehen wir uns auf dieser Insel ein bisschen um. Besiegen? Wir hatten nicht die geringste Chance. Wir müssen schon gewaltig zulegen, wenn wir das nächste Mal besser machen wollen. Also komm, ich habe mich jetzt ja wirklich nicht so schlecht angestellt, im Gegensatz zu da von 4 Folgen, ne? Im Grunde müssten wir einen allgemeinen Angriff starten. Was? Einen allgemeinen Angriff? Ja, diesen... Okay, was ist das denn? Drücke Dreieck, um auf allgemeinen Angriff zu schalten und Was? Was? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist ja genau das, was ich gefordert habe, was es in diesem Spiel nicht gibt. Allgemeiner Angriff und zur allgemeinen Abwehr. We Alter, jetzt nach wie vielen Stunden? 20? Kommt er hier an und sagt, ja, drück mal Knopf, Viereck, jetzt hast du allgemeine Abwehr. Alter Schwede, was ist denn da los? Ja, ich glaube, das Spiel wird dann an dieser Stelle bestimmt ein bisschen einfacher, wenn ich einfach mal damit jetzt einen Shot quick... Ich bin sprachlos, Freunde. Also... Ich möchte jetzt ja nicht über Game-Entscheidungen diskutieren, aber eine so essentielle Fähigkeit jetzt erst... Alter! Also, wer sich das ausgedacht hat, gehört gesteinigt und erschossen. Manometer! Ja. Also, wir können jetzt gemeinsam angreifen und gemeinsam verteidigen. Ja, bevor ich das aber mache, speichere ich hier mal. Ach, und wir haben alle volles Leben und voller Mana-Punkte. Ja, aber anscheinend XP haben wir nicht bekommen für den letzten Kampf. Oh, ich sehe auch gerade schon, liebe Freunde, massig überzogen diese Folge. Aber egal, wir haben es geschafft, irgendwie sind ein bisschen besser geworden. Boah, in der nächsten Folge gucken wir uns allgemeines Verteidigen und Angreifen an. Und ich sage, wir sehen uns in alter Frische mit guter Laune, weil wir wieder mal was geschafft haben. Dann auch im nächsten Teil wieder und ich sage, bis dahin.